Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Tele Football zum nächsten Stadionvlog. Heute steht für uns Schalke mal wieder eine etwas längere Auswärtsreise auf dem Programm. Ich habe 5 Stunden aus dem Sauerland vor mir Richtung Ostsee, denn Schalke spielt morgen am Sonntagmittag gegen Holstein Kiel. Ich freue mich sehr auf das Duell. Ich bin zum ersten Mal überhaupt im Holstein-Stadion und zudem reisen wir eben schon extra heute an, am Samstag, um uns auch noch ein bisschen die Stadt anzuschauen. Und deswegen freue ich mich schon extrem darauf, weil solche Auswärtsreisen machen einfach immer extrem Spaß. Ergebnistechnisch stehen wir Schalke auf jeden Fall unter Druck. Wir sind weiterhin im Abstiegskampf und brauchen Punkte, um unten rauszukommen. Kiel wiederum will aufsteigen und hat da auch jegliche Chance, wenn sie gegen uns gewinnen sollten. Und das macht das ganze Spiel auf jeden Fall so besonders und natürlich aber auch wiederum eine Drucksituation für beide Mannschaften. Ich bin sehr gespannt und jetzt geht es am Samstagmorgen für mich vom Sauerland über Bielefeld, Hannover und Hamburg Richtung Kiel. Also, lange Auswärtsreise, ich hab Bock, Attacke! Angekommen in Kiel und damit moin aus dem hohen Norden. Wir haben gerade kurz vor 2, wir sind gut durchgekommen, hatten auch zwischendurch nochmal eine kleine Pause gemacht und ja, ihr seht hinter mir schon das Holstein-Stadion, denn in Richtung Hotel ging es genau hierher, also ein kurzer Zwischenstopp. In 24 Stunden geht es hier also rund und hoffentlich positiv für uns. Hier ist dann auch der Gästeeingang, also hier werden dann morgen die ganzen Schalker durchlaufen und so sieht es hier also aus. Wir gehen mal ganz kurz minimal hier rein, ohne irgendwen zu stören, damit ich euch noch mal ein bisschen was zeigen kann. Denn wir haben jetzt da hinten den Auswärtsblock und hier, das ist eine Stahlrohrtribüne, die auch wieder abbaubar ist. Da sitze ich. Also hier irgendwo Block P, glaube ich. Ich sehe gerade Block M, also links daneben. Da sitze ich morgen. Das also mal der kurze kleine Einblick hier vorm Holstein-Stadion. Viel mehr kann ich euch auch noch gar nicht zeigen, weil relativ alles zusteht hier mit Zäunen und Toren und so. Deswegen war es mit dem Parken gerade ein bisschen schwierig. Deswegen machen wir uns jetzt mal auf Richtung Hotel. Angekommen jetzt auch am Hotel und das ist direkt an der Ostsee. Also wir werden gleich auf jeden Fall auch ein bisschen was vom Wasser sehen, wo ich mich schon sehr darauf freue. Jetzt aber erstmal einchecken. Und hier sind wir also. Direkt mal ein schönes Schiff. Also maritime Deko hier. Jetzt kommen wir gerade hier von der Rezeption zu einem Fenster und sehen einen schönen Pool. Geil, der hat heute bis 10:30 geöffnet, also kann man heute ganz entspannt Fußball gucken, unter anderem Leverkusen gegen Bayern und dann abends noch im Pool gehen. Schick. Zack. Wow, wir sind richtig. Puh, direkt mal ein strenger Geruch vom Gefühl her. Boah. Guckt euch diese Aussicht an. Oh, direkt mal raus. Alter Schwede. Geil. Ja, man sieht es auf der Kamera nicht ganz so gut, weil es sehr nebelig ist. Aber wir haben hier direkt die Ostsee vor der Tür. Schön Ostseeblick. Wow. Ansonsten ist das hier also unser Doppelzimmer. Ja, ist halt von der Einrichtung. Ich weiß nicht, welches Jahrzehnt das ungefähr ist. Auf jeden Fall nicht ganz so brandaktuell. Noch hier mit dieser Leuchte. Aber das Badezimmer. Das sieht dann relativ in Ordnung aus, wie ich finde. Das passt. Übrigens sind wir hier auf der 04. Etage. Genauso muss es sein. Und jetzt geht es nochmal auf Richtung Stadt. Gerade mal eine Stunde hier und schon 4 Schalker getroffen. Also einige Blau-Weiße sind hier, auch wenn wir ja morgen nur 1500 Tickets haben für den offiziellen Auswärtsblock. Haben sicherlich auch andere geschafft, so wie ich auch, in die neutralen Blöcke hineinzukommen. Und auch hier im Hotel sind schon mal ein paar Schalker sehr angenehm.
Und jetzt sind wir in der Innenstadt angekommen von Kiel. Dicke Winterjacke angezogen, denn hier weht dann doch ein anderer Wind. Ist schon ordentlich kühl hier oben. Mal gucken, was die Stadt so hergibt. Ich war bislang einmal hier, als wir an der Ostsee im Urlaub waren. Das hat mir auf jeden Fall ganz gut gefallen. Mal gucken, ob es heute auch so ist. Hier ist die Kieler Altstadt. Wir haben auch im Altstadtparkhaus geparkt und ich denke mal in die Richtung ist dann auch die Innenstadt. In meinen Stadionboxen spielt ja auch das Thema Essen eine große Rolle. Auch heute gab es extra kein Frühstück, um hier in Kiel ein bisschen was essen zu können. Und jetzt gibt es erstmal einen schönen Crepe mit Nutella. Traumhaft. Geil, der ist richtig gut. Aussehen tut's gut, schmecken tut's gut und hier richtig schön viel Schokolade. Genauso muss ein Crepe sein. Fischbude haben wir ja auch am Start. Zudem gibt's alle paar hundert Meter einen Bratwurststand hier in Kiel. Fühl dich! Kiel ist ja auch bekannt dafür, dass Kreuzfahrtschiffe hier starten. Tada! Alter Schwede, Wattenbrecher! Boah! Da gehen auch gerade Leute rein. Für die geht es dann in Urlaub Richtung Göteborg. Nach Oslo kann man ja auch noch fahren. Ich glaube, das ist von der anderen Seite. Das ist schon beeindruckend. Also vielleicht können wir das ja nochmal im späteren Verlauf dieses Videos sehen. Vorm Hotel. Jetzt haben wir hier den Kieler Hauptbahnhof, wo natürlich dann spätestens morgen einige Schalker noch ankommen werden. Plus ein paar Hotels mit am Start. Mir hat auch ein Zuschauer auf Insta geschrieben, dass die meisten Auswärtsmannschaften hier im Atlantik sind. Schalke sehe ich leider noch nicht, aber gut. Und dann ist hier natürlich auch weiterhin das Hafengebiet. Genau hin. Ähnlich wie in Freiburg haben wir uns heute mal ein schönes Brauhaus ausgesucht. Nehme ich immer ganz gerne mit, dort regionale Biere zu probieren. Und heute geht es für uns nach Tom Kyle. Hört sich erstmal irgendwie englisch an, aber hat sogar mit Kiels Geschichte zu tun. Denn im Jahre 1242 bekam Kiel hier das Stadtrecht und hieß zu der Zeit Holstenstadt Tom Kyle, was vom am Keil oder zu dem Keil kommt. Denn wir sind ja hier an der Kieler Förde und daher stand auch der Name. Also heute schön regionales Brauhaus. Ich freue mich. Traumhaft für jeden, der Bier mag. Was will man mehr? 5x 0,1 Liter von Tom Kyle. Wir haben hier einmal das Pilz. Das soll Weizen sein. Dann haben wir hier, glaube ich, das Saisonbier. Das ist ein helles. Und dann ist eben das ein Lagerbier. Das sind die 5 Sorten. Steht leider nicht dabei. Deswegen wurde mir das einmal kurz erklärt und nochmal zwischendurch vertauscht. Aber das sollte so auf jeden Fall passen. Jetzt wird probiert. Erstmal das Pilz. Solide, 7 von 10. Dann ist es Weizen, ich mag kein Weizen. Ah, 3 von 10. Saisonbier, keine Ahnung, was es ist. Okay, 6 von 10. Helles ist gut, 8 von 10. Und Lager auch nicht meins, glaube ich. Huch. Auch eine 6 von 10. Also ist okay, aber auch zu erwarten. Jetzt erstmal einen schönen Cheeseburger, Pommes, Mayo, Ketchup, dabei ein bisschen Bier. Was will man mehr? Gut gegessen, gut getrunken und jetzt geht's zurück ins Hotel. Moin aus Kiel und damit willkommen zum Spieltag. Gestern habt ihr also ein bisschen was von der Stadt gesehen, vom Essen und vom Trinken und vom Hotel. Und heute haben wir dann eben das Fußballerische mit dabei. Schalke ist heute zu Gast, Holstein Kiel ist ein schwieriges Auswärtsspiel. Und jetzt geht's für uns erstmal zum Frühstück. Und hier haben wir also unser kleines, feines Frühstück mit einem schönen Kakao, ein paar Brötchen mit dabei. Optimal. Jetzt also nochmal ein bisschen stärken. Ausgecheckt und jetzt geht's endlich Richtung Holsteinstadion. Und da sind wir angekommen. Gute 2 Stunden vor Anpfiff am Holsteinstadion. Gestern waren wir genau da, hinter der Osttribüne müsste es sein. Und jetzt geht's genau dahin. Hier haben wir jetzt auch wieder die Tribüne von gestern. Wir müssen hier irgendwo auch rein. Wir finden gerade noch nicht unseren Eingang. Aber ich sehe schon einige andere Schalke hier.
Mal gucken, wie es wird. Drin im Stadion und ihr seht mich ohne Schal. Ich musste meinen Schal abgeben, mein Pullover ausziehen, weil der von Schalke war. Dieses, also war ja der This is Gelsen Pullover mit dem kleinen Schalke-Logo drauf. Ja, also Ordner haben gesagt, können wir nichts anderes machen. Kann ich auch durchaus verstehen, weil ich ja eh nicht im Gästeblock bin, aber dann würde ich das gerne mal online vorher lesen. Erst recht im Winter. Ich habe jetzt hier nur noch einen dünneren Pullover drunter, plus meine Winterjacke. Sicherlich nicht optimal, direkt mal schlechte Laune mit dabei. Aber, und auch das ist klar, Ordner können nichts dafür. Auch die Frauen in der Box, wo ich dann die Sachen abgeben musste, sagten, sorry, aber ist halt so. Aber dann bitte Holstein Kiel, schreibt es vorher hin. Keine Gästekleidung in anderen Blöcken, dann hätte ich es nicht gemacht. Jetzt, naja, ist es so. Und jetzt sind wir hier drin. Gestern standen wir eigentlich genau dahinter, hinter dem Zaun. Jetzt sind wir also hier. Und wir sehen direkt mal mehrere Buden. Sieht dann, finde ich, erstmal so aus, als gäbe es drin keine Kioske, sondern eben alles hier draußen. Toilettenboxen sind dann auch noch da. Also alles etwas anders hier. Jetzt holen wir uns erstmal zur Einstimmung ein schönes Bierchen, Flensburger und natürlich auch noch eine Bratwurst im Brötchen. Und hier ist jetzt die gute Bratwurst vom Holzkohlegrill. Bin ich mal sehr gespannt drauf, wie die schmeckt. Sieht erstmal nach so einer normalen Standardbratwurst aus. Hat hier sogar auch in Kiel einen saftigen Preis mit 4 Euro. Mmh. Weiß ich nicht. Ist okay, kann man essen, aber relativ wenig Geschmack dabei. Und jetzt geht's hier also rein in Block P. Und hier geht's hoch, gefühlt durch den Windkanal auf der Osttribüne. Und da sind wir. Ist mal was anderes. Also ich finde es sehr interessant. Hier unter uns ist noch ein Stehblock. Die Kieler Ultrakurve ist aber genau da hinten. Und hier in der Ecke ist der Schalke Auswärtsblock. Also sehen wir nicht ganz so gut. Aber ich denke mal, wir werden ihn hören. Ticket ist auch mit Sichteinschränkung. Ja, ist durchaus klar, warum das so ist. Aber sollte hoffentlich nicht so sehr stören. Und ansonsten ist das also diese provisorische Stahlrohrtribüne. Bierchen natürlich auch am Start und wie es sich gehört, für den hohen Norden gibt es hier Flensburger. Was ich spannend finde, wir bezahlen hier 5 Euro, aber für 0,4. Also preislich gesehen ist Kiel schon im oberen Drittel der zweiten Liga angekommen. Natürlich auch tabellarisch gesehen, aber preislich eben auch. Schmecken tut es auf jeden Fall gut. Auch im Vergleich zu anderen Bieren, die ich so getestet habe, ist das auf jeden Fall ganz gut. Aber der Preis ist natürlich auch enorm hoch. Unsere erste Elf ist da und es ist genau die gleiche wie letzte Woche. Also Doppelspitze, Terodde Karaman, Mittelfeld mit Schulinov, Schallenberg, Seguin und Idrissi, Viererkette, Matriciani, Kalasch, Kaminski und Mörkin und Müller im Tor. Heißt, Brandon Soppi ist nicht in der Startelf, ist nicht mal im Kader. Auch Tempelmann hat es erneut nicht geschafft und deswegen also Matriciani als rechter Verteidiger. Brunner ist auch nicht mit dabei, der war aber auch krankheitsbedingt die letzten Tage nicht im Training gewesen. Interessant, dass es dieselbe Startelf ist. Interessant, was die Bank angeht. Mal gucken. Es wird ein sehr, sehr schwieriges Spiel. Holstein Kiel ist zwar nicht ganz so gut in Form, warten noch auf einen Sieg im neuen Jahr, sind aber halt Tabellendritter und dort auch vollkommen verdient mit dabei. Ich tippe 1-1 unentschieden. Hier nochmal ein kleines Update von Andreas Ernst. Also Brandon Soppi soll noch ein, zwei Wochen bekommen, um wirklich top helfen zu können. Naja, nicht ganz so optimal. Tempelmann und Brunner haben es eben nicht ins Aufgebot geschafft. Brunner, glaube ich, schon eher krankheitsbedingt, auch wenn ich ihn letztlich gut fand. Tempelmann, ja, musste ich auf jeden Fall wieder etwas mehr beweisen. Und da kommt Marius Müller und selbst im Stehblock gibt es Applaus. Also einige Schalker dann auch hier. Schalke, Schalke, Schalke. Also selbst im Kieler Stehblock, noch einmal, ist nicht die Ultrakurve, die ist da hinten, sind Schalker. Ralf Herrmann, Michi Langer natürlich auch dabei. Übrigens gab es zwischen Kiel und Schalke erst 6 Spiele in der ganzen Geschichte. Bis 1963 gab es erst die ersten 3 Spiele, dann lange Zeit nicht mehr, bis 2021. Damals war es der zweite Spieltag, unser erstes Auswärtsspiel nach dem Abstieg und Schalke hat hier in Kiel mit 3:0 gewinnen können. Doppelpack Simon Terodde plus einmal Marius Bülter. Es war der zweite Spieltag einer neuen Schalke-Ära, aus der man leider nichts gemacht hat. Traurig aber war. Aber es ist zumindest nochmal ein ganz gutes Omen. Aber wenn man dann wiederum das Hinspiel nimmt, das war alles andere als gut. Da war ja mit 0:2 verloren. Ich finde, da sind schon die ersten Zweifel entstanden am dritten Spieltag. Ob man dann, oder am vierten Spieltag war es dann, ob das wirklich alles so passt, was Schalke da gemacht hat. Also Kiel gegen Schalke, keine große Historie, aber eine interessante Historie. Und da kommt Schalke. Heute kommt der Schwarz.
Und dann kommt Holstein Kiel mit Kapitän Timo Becker, ehemaliger Schalker. Blau und Weiß, verlass mich nicht. Ah, erst Hymne spielen, dann mittendrin abbrechen für Schalkes Aufstellung. Naja. Also Fankleidung verboten, aber gastfreundlich die Hymne spielen, immerhin. Auch wenn es nur ein paar Strophen waren. Bei Holstein Kiel übrigens drei ehemalige Schalker in der Startelf. Weiner im Tor, hat sich richtig gut entwickelt. Becker wie angerissen als Kapitän und Skrips geht vorne drin. Louis Holtby, eigentlich Kapitän von Kiel, auch ehemaliger Schalker, fehlt zum Glück aus sportlicher Sicht für uns heute gesperrt. Bei uns Dom und Drexler, der unten im Bild ehemaliger Kieler. Bei Schalke ist übrigens ein Banner ausgerollt, kann man jetzt aus dem Winkel nicht ganz so gut lesen. Andreas Ernst hat es aber gepostet und da steht transparente Neuabstimmung jetzt bezüglich logischerweise des DFL-Investorendeals. Klare Meinung ja nochmal von Schalker Seite. Applaus auch von Schalke. Ich hab Bock. Wir holen hier was. Wir holen hier was. Attacke. Junge. Boah, Kaminski. Nicht mal 7 Minuten rum und Kiel schon mit 2-3 guten Gelegenheiten. Mann, Mann, Mann. Meine Fresse. Meine Güte. Es ist einfach schlecht. Es ist einfach schlecht. Hinten und vorne. Vorne geht gar nichts. Hinten kann Kiel auf jeden Fall schon längst getroffen haben. Nach 23 Minuten. Und damit fehlt Mörkin nächste Woche gelb gesperrt. Ja. Schollenberg, gutes Ding. Das war der Einsatz des Torbeschädigten zwischen Holz und Kiel und letzte Schalke 4:0. Wir sehen uns gleich wieder zur zweiten Halbzeit. Sehr viel Stau auf dem Weg in die Pause. Eieiei.
Jetzt geht's weiter im zweiten Durchgang. Ich sehe gerade schon, Schalke wechselt. Schulte nach raus, Rohr rein. Mal gucken, was das auf jeden Fall geben wird. Offensiv war es für mich deutlich zu wenig. Defensiv, was war Glück, weil Kiel nicht so viel rausgebracht hat. Da muss viel, viel mehr kommen. Und zweite Hälfte läuft. Also hat er ordentlich geknallt zwischen, ich glaube, Tirode und dem Kieler. Aber wahrscheinlich Kopf an Kopf, dann ist er kein Foul. Weiter geht's. 0-1 Rückstand. Da muss ohnehin mehr kommen. Oh Junge! Wie kann man so schlecht verteidigen, Mann? Timo Becker. Solche Leute werden von Schalke verschenkt. Doppelwechsel jetzt. Ovejan für Möckin, Top für Tirode. Ja, irgendwas muss passieren. Das ist nach vorne viel zu wenig. Und Jutlandzentrum Kiel präsentiert Ihnen die Zuschauerzahl des heutigen. Oh, Junge, was ist das denn? Was machst du denn? Oh. Doppelwechsel Kabadayi und Lasme für Edrisi und Matriciani. Das wird jetzt deutlich offensiver. Oh. Ja, da war direkt mal Kabadayi. Viertelstunde noch, riecht eher nach 2-0 als nach 1-1. Das ist zu wenig. Junge, spiel ihn doch mal an! Oh, warum machst du es allein? Oh. Top, beste Chance. Noch eine Ecke. Letzte Aktion im Spiel. Aber einmal Ovejan und Jala noch. Thank you.
Feierabend in Kiel, wir sind wieder hier am Auto angekommen und ich habe lange überlegt auf dem Rückweg bis hierhin, was ich euch sage. Was soll ich euch großartig sagen? Ich nehme zwei Sachen mit nach Hause, mein Schal und mein Pullover. Schalke nimmt nichts mit und das vollkommen verdient. Wir haben zwar nur mit 0-1 verloren, aber das war eine absolute Scheißleistung. Und diese Truppe hat nicht mehr Worte verdient, meiner Meinung nach. Also letzte Woche gewonnen, dann wieder so eine Nichtleistung von Minute 1 an. So kannst du nicht von unten rauskommen, so wie es bis hinten in der Tabelle drinbleiben bis zum Schluss der Saison. Diese Mannschaft hat gar nichts verstanden. Überhaupt gar nichts. Eure Meinung zum Spiel und vor allem zum Vlog. Da gab es ja zum Glück auch schöne Sachen zu sehen. Gerne mal in die Kommentare und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Schalke gegen Wiesbaden. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball.